Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir The Witcher. Wir haben letztes Mal das hier schon kläglich probiert durchzuspielen. Aber die Viecher hier in der Höhle sind einfach zu gut. Ich weiß nicht, wie ich die alle fertig machen soll. Ich war ja schon mal, glaube ich, bei dem Endkampf dann. Saskia, kommst du? Du musst sie ablenken. Kommt der hier? Komm, kämpf gegen die. Warum fighten die alle mich? Der muss so wenig Damage wie möglich kassieren. Dann haben wir den ersten. Den haben wir gewonnen, hittet. Er ist auch One-Hit. Sauber, den haben wir auch. Okay, das ging ultra gut. Aber ich muss jetzt in den nächsten Fights das auch erstmal schaffen. Ich nehme nur die Orens mit. Wir haben gar keine Orens hier. Das ist eine Sauerei. Er hier? Ne, hat nur eine Drahtschnur. Da kommen schon die nächsten. Zwei Leute. Wir haben den ersten fast, aber hier sind halt zu viele. Nein. Oh mein Gott. Ich habe nicht krass viel kassiert, aber halt so ein bisschen was nervt. Gut, den haben wir auch. Es wäre aber gut, wenn wir noch so ein bisschen regenerieren würden. Gut, den haben wir auch. Jetzt weiß ich schon mal, was ich nicht machen werde. Nach links gehen. Überprüfe den Geheimtunnel nach Wergen. Ah, der hat Orens dabei. Guck mal, sie geht jetzt nämlich links. Aber da werde ich nicht hinterher gehen. Weil da greifen mich nur wieder Viecher an. Dann soll ich einfach durchrennen. Ja, guck mal, ich sterbe jetzt hier. Darauf habe ich gar keinen Bock. Da hier drüben. Ich sehe halt nichts. Ja, hinten sind noch mehr Viecher. Und Saskia wartet jetzt hier auf mich, ne? Okay. Herr, du wirst Bergen bald erreichen und sie kalt überraschen. Wenn das eintrifft, sollte. Na, skippen wir erstmal. Warum habe ich kein Schwert in der Hand? Er hier wollte zuerst gegen mich kämpfen, ne? Er ist One-Hit. Gut, den haben wir auch. Wir haben schon mal zwei. Ach, Scheiße. Was ist mit dem Zauberer los? Aber den haben wir auch weg hier. Was? Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Ich habe so gut gespielt. Und dann achte ich nicht auf den Zauberer und der one-hittet mich. Es kann nicht wahr sein. Dieser scheiß Zauberer wirft einen Blitzball und ich gehe aus Versehen da rein und sterbe. Es kann wirklich nicht wahr sein. Bleib hinter mir, Saskia. Ach Mann. Ich habe so gut gespielt vorher. Also es ist alles... Ach mein Gott, die läuft wieder irgendwo hin. Ich hab, das hat so, war so gut gepasst. Wo willst du hin, Saskia?
Hallo? Du kannst jetzt nicht flüchten. Wo bist du denn hin? Ach. Komm wieder her. Alter Vater. Ich check nichts. Warum rennt die weg? Ach Mann, 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 Mann. So. Jetzt komm. Alter, was steht die da in der Tür? Das ist nicht ernst. Okay. Ich brauche sie halt, um die abzulenken. Saskia kann kassieren, wie sie will. Und ich bin schön chillig da am Fighten an. Es war so gut, ne? Allein, dass ich jetzt schon mal ein Damage kassiert habe, regt mich irgendwie auch. Ich habe jetzt schon viel zu viel kassiert, Alter. Och, Mann, oh. Guck mal mein Leben an. Alter. Ja, ich kann dieses Ding kann ich auch gleich aufgeben. Ich habe so wenig Leben. Ich muss hier eigentlich mit Full Life rausgehen, wie eben in den Runden. Aber nein. Ich hab 5 HP. Ist das nervig. Regt mich so auf, ne? Es regt mich so sehr auf. Wir haben ihn, aber also ich kann eigentlich auch gleich aufgeben mit so wenig Leben. Ich regeneriere jetzt zwar. Das geht hier nicht. Natürlich geht das hier nicht. Ja, ich kann jetzt hier noch warten, bis ich irgendwie Full Life komme, aber... Was wollt ihr denn alle von mir? Kämpft doch gegen Saskia. Ich check halt nix. Macht gut Damage. So auch in die Gruppe rein. Ich weiß nicht, wie ich das überlebe. Gut. Nur noch 2. Ja, geil, ausgewichen in den Gegner rein. Mann, 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 Mann. Ich hab halt in der ersten Runde zu viel kassiert. Aber es regt mich auch so auf, dass man nirgendwo einen Checkpoint hat. Gönn doch mal einen Checkpoint. Jetzt gehe ich voran. Bleib hinter mir, Saskia. Der Hexer ist... Oh nee, sie rennt schon wieder zurück. Bro, bitte. Bitte komm wieder her. Wo bist du denn hin? Jetzt komm hier. Nein. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das auch alleine spielen hier. Na, sie kommt ja. Aber, also... Warte mal, konnte ich hier auch noch speichern? Nee, hier konnte ich nämlich schon nicht mehr speichern. Nee, ne? Wo ist sie? Jetzt komm her. Es ist halt so ärgerlich. Ich schaff's bis zum letzten Fight. Und da gibt's dann richtig auf die Schnauze. Beim ersten Mal, als ich da war.
lag das ja daran, dass ich so wenig Leben hatte. Aber dann beim Eben, also ist natürlich auch bitter, dass ich eben erst das zweite Mal da war. Es war auch wieder so schlecht. Hab Damage kassiert von ihm. Aber weg. Ich werde diesen Chill-Typen als letztes übrig haben, ne? Aber der ist. Ja. Oh man, ich hitte dreimal in die Luft. Alter, wie kann man denn so dämlich sein, Saskia? Der steht hier neben dir und du gehst auf den, gegen den ich kämpfe. Ich habe schon wieder viel zu viel kassiert. Ich habe keinen Bock mehr. Guck mal mein Leben an. Ich habe keine Lust. Steh auf, Junge. Ja, habe ich. Aber ich habe halt auch wieder zu wenig Leben. Ich habe circa Half-Life. Was soll ich denn damit anfangen? Ich kann ja auch nicht speichern. Mann. Das macht echt gar keinen Spaß. Naja, mach mal die Tür jetzt auf. Ist der Dritte auch plötzlich schon da? Bitte kill ihn. Laufen zwei auf mich. Nee, die laufen sogar alle auf mich zu. Wie? Wie hat er mich gehittet? Ich weiß nicht, wie ich ihn geholt habe, aber ich habe es irgendwie geschafft. Jetzt. Das hier, hau ihn doch auch bitte mal. Ich kann es nicht mehr. Es macht wirklich kaum Spaß gerade. Der Vater. Es ist so nervig. Ja, wir haben ihn. Okay, jetzt läuft Saskia ja gleich erstmal in den einen Tunnel rein. Und in der Zeit können wir noch ein bisschen regenerieren. Ach, guck mal, der hat nämlich Orange schon dabei. Ich kann nicht speichern. Ich will doch nur speichern. Jetzt regeneriere ich ein bisschen. Saskia bleibt auch stehen. Alles gut. Möchte nur mit fast Full Life da gerne reingehen. Nein. Ich dachte, du rennst da links in den Tunnel noch rein. Tu nicht so, als wüsstest du genauso wie ich jetzt schon die ganze Story von dem hier und dem Battle. Als erstes muss ich diesen komischen einen Zauberer da killen, diesen in Rot. Und dann diesen, der Blitze wirft, da muss ich aufpassen. Eigentlich kann ich auch mit dem Leben rein, aber ich fühle mich sicherer, wenn ich Full Life bin. Habe ich eigentlich irgendwelche Tränke noch? Wo waren die Tränke? Gatze. Ja, und ich kann halt auch keinen neuen brauen, ne? Habe ich ja eben probiert. Wo waren das? Hier. Doch! Alchemie. Aber es bringt mir jetzt auch nicht wirklich was, jetzt irgendwelche Schweine, was war das nochmal? Ah, machen wir erstmal einen, ne? Die Pilze bräuchte ich ein paar mehr von. Krähe war Schwertschaden erhöht. Ah, den Katze könnte ich sogar trinken mal, ne? Gut, gehen wir da raus und gehen jetzt in Tränke einnehmen.
So, ich muss rüberziehen. Es wird ein bisschen viel mit dem Gift. Toxizität ist ganz schön hoch, aber ist mir egal. Gönnen wir uns hier. Mal, wir sind auch fast full life. Und diese Katze hätte ich schon viel früher trinken sollen. Hätte ich mal alles gesehen. Wenn ich jetzt hier meditieren kann, dann kann ich doch vielleicht auch speichern. Nein, kann ich nicht. Öffnen. Warte mal, er hält nur 5 Minuten. Herr, du wirst Bergen bald erreichen und, sie und es läuft ab, während ich hier so einen blöden, blöde Unterhaltung habe. Irgendwie. Gut, der erste ist weg. Junge, wie ich diese Dings sehe von ihm. Gut, nächster down. Wo ist denn der blöde Zauberer? Da hinten, ne? Hat sich wieder wegpilpet. Der ist da hinten. Ich habe Angst, dass er mich halt hittet, ne? Er hat mich gehittet, oder? Nein. Der Zauberer ist echt nervig. Nein. Oh mein Gott, ich bin One-Hit. Nein! Nein, 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 nein! Ich dachte, ich kann ihn hitten und dadurch das... Ach, Mann! Es ist aber OP mit den Tränken. Das lief schon mal gut. Aber... Die nehme ich erst ein, dann am Ende. Kommt sie mit überhaupt? Ja. Ach, ist das ärgerlich, dass man da nicht speichern kann. Jedes Mal wieder hier diese Fights. Die bocken überhaupt nicht. Also fertig machen tue ich die ja easy, die Leute hier. Aber... Gut, erster Down. Hab schon wieder gut Damage kassiert, aber... Was wollt ihr denn jetzt alle auf mich drauf? Ja, es ist dumm. Ich kann eigentlich auch gleich wieder neu starten. Komm her. Kann er mal down gehen? Danke. Dass der übrigens down gegangen ist, bedanke ich mich nochmal nachträglich. Es ist so... Diese Teile mit dem Schildern sind echt nervig hier. Ja, haben wir. Gut. Jetzt bitte lass mich doch einfach, nachdem ich die hier hole, speichern. Es wäre doch nur fair. Gut, den haben wir. Was ist denn das? Ich bin in alle Reihen, Saskia. Was machst du denn hier? Was? Was ist denn mit dem Schild?
glaube, wir haben... Wenn das denn mit dem Schild war, war er easy. Was war das? Ja, na klar. Wo will er denn hin? Er steht draußen, außerhalb der Dings. Außerhalb des Spielfeldes. Kann er jetzt mal down gehen, also zu Boden? Nee, er hat mich gehittet, genau. Weg. Boah, das war close. Ich muss aber erstmal reinkommen wieder. Komm her! Ich hab ein Problem. Saskia, warte bitte. Kann ich meditieren? Das geht hier nicht. Das geht hier nicht. Wie? Es geht hier nicht. Ging doch eben auch. Okay. Trink Alchemie. Wir machen wieder Schwalbe. Bam. Perfekt. Und was war das andere? Krähe, ne? Tränke einnehmen. Katze nehmen wir auch einen ein. Bam, rein da. Wir haben zwar noch nicht viel Leben, aber ich hoffe, das regeneriert sich schnell. Und dann geht's rein in den Fight. Schnell rein hier. Herr, du wirst Bergen bald erreichen und sie kalt überraschen. Wenn das ein... Und die kalt überraschen. Ich glaube. Ich glaube, dieser Zauberer, der hier die Blitze schlägt, ist mein größter Feind. Er hat sich wegtipiert. Nee, er kann nicht. Hä? Ja, ist das dumm. Ich kann ihn nicht hitten, aber er tippiert sich die ganze Zeit weg. Ey, ist das dumm. Ich kassiere von dem anderen Damage. Hey, ist aber One-Hit? Nein. Ich hab halt... Nein, 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 nein. Saskia, ich kann dir gerade nicht gut helfen. Ich probiere mein Bestes. Und er ist halt ein Penner. Wie heißt denn der? Deadmold? Was ist jetzt los? Hä? Was ist das denn jetzt? Und jetzt Philippa? Ich glaube, wir haben es geschafft. Sie ist der Drache oder was? Saskia ist der Drache? Man denkt, sie ist die Drachentöterin, aber sie ist selber der Drache. Frauen haben viele Gesichter.
Aber über dieses hier staune ich nun doch. Jetzt kennst du mein größtes Geheimnis. Ich hatte keine Wahl. Sie hätten dich umgebracht. Jetzt ist mir klar, wie du so ein starkes Gift überleben konntest. Philippa ist eine große Zauberin. Sie hätte dich trotzdem nicht retten können, wenn du ein Mensch wärst. Du als Hexer weißt viel über uns. Nur goldene Drachen können ihre Gestalt frei wählen. Mein Vater war ein Ritter mit strahlenden Augen, der das Leben als schönes Abenteuer sah. Und dann hat er was mit dem Drachen gehabt. Er liebte die Menschen und bemühte sich, sie zu verstehen. Er lehrte mich, alle Menschen als gleichermaßen wertvoll und die Freiheit als unveräußerlich zu betrachten. Mein Vater glaubte, die Welt bestehe aus Chaos und Ordnung. Das Chaos sei die Aggression, die Ordnung die Verteidigung dagegen. Was ist aus ihm geworden? Er lehrte mich, wie man unter Menschen lebt und zog seiner Wege, so wie Drachen es tun. Bei der Belagerung der Burg Lavalette erschien ein Drache. Ich habe Arjan Lavalette geholfen. Weshalb? Weil er sich gegen Tyrannei und ihre Auswüchse wehrte. Das konnte ich gut verstehen. Bergen könnte einen wie ihn gut gebrauchen. Okay. Wer kennt die Wahrheit noch? Detmold. Ich meinte die Verbündeten. Jorvet? Der hat sich die Geschichte von der Drachentöterin ausgedacht. Er fand, Eddon brauche jemanden wie mich. Und jemand wie ich brauche eine Legende. Und er hatte recht. Wenn ein Drache Bergen zu Hilfe käme, Henselt hätte keine Chance. Darüber habe ich lange nachgedacht. Aber was würde dann aus Obereddon werden, wenn sich der Schlachtenstaub gelegt hat? Du müsstest fortgehen. Ja, die Eddoner kennen und achten mich nur als Drachentöterin. Vielleicht nicht nur deswegen, aber wenn sie erführen, dass ich selbst ein Drache bin, würden sie sich betrogen fühlen. Das können wir nicht vorwerfen. Vielleicht sind dein ideales Risiko wert. Boah, ich sag das ja. Damit hätten sie in gewisser Weise recht. Ich hatte nie die Absicht, jemanden zu betrügen. Und dann war es zu spät. Nehmen wir an, ich offenbare mich. Wer führt dann Obereddon? Weißt du einen Ersatz für mich? Es ist schwer, neben dir zu bestehen. Die Zwerge fänden einen eigenen Kandidaten. Die Elfen auch. Und die Menschen suchten sich einen König. Darum bitte ich dich, dass du mein Geheimnis bewahrst. Wir müssen ohne Drachen mit Henselt fertig werden. Und das werden wir auch schaffen. Nicht zuletzt dank deiner Hilfe. Ich werde dir nie vergessen, was du für Eddon tust, aus welchen Gründen auch immer. Lass uns gehen. Die Verteidiger brauchen dich. Okay. Können wir hier speichern? Hier ist ein toter Zwerg. Was haben wir denn hier noch? Hier kommen wir nicht mehr lang, ne? Gut. Ah, hier sind noch Fässer. Aber wenigstens haben wir jetzt diese Aufgabe geschafft. Das hat mich schon die ganze Zeit genervt, dass wir es nicht hingekriegt haben. Jetzt könnte man hier irgendwie noch reinlaufen. Aber ich weiß halt nicht. Also hier vorne waren halt irgendwelche Viecher, ne? Wer kämpfen hier? Kämpfen gegen sich gegenseitig, ne? Na, lass ich die mal schön verhalten. Die können uns ja auch beschützen hier, den Gang. Wir haben jetzt irgend so einen Schlüssel. Ich weiß noch nicht genau, was der bringt. Aber wir haben ihn. Das ist ja das Wichtigste erstmal. Und wir haben diese Aufgabe geschafft. Oh, was denn jetzt? Ich dachte, wir werden jetzt gleich irgendwo hingebracht, aber nee. Also Saskia ist schon wieder ganz verloren irgendwo, egal, ist mir richtig egal. Ich gehe ja auch alleine. Die soll da rumlaufen, wie sie will. Ey, was macht er denn hier? Was ist inzwischen geschehen, Sultan? Der Spaß fängt erst richtig an. Hirte Hänsel treibt sein ganzes Vieh hierher. Wir werden es schaffen. War das alles? Ach nein. Wir haben zwei Überraschungsgäste. Nämlich? Trolle, das heißt ein Troll und eine Trollin.
Hässlich wie Scheiße nach dem Winter, aber Möpse hat sie. Du hättest sehen sollen, wie unsere Leute geglotzt haben, als diese beiden Ungetüme in den Hof kamen. Warum wollen sie uns helfen? Haben sie das gesagt? Hexermensch gut. Feind von Hexermensch, Feind von... Jawohl, unser Kumpel. Ich kenne die beiden. Sie könnten sehr nützlich sein. Gut. Außerdem wollen wir ein Land ohne Vorurteile schaffen. Als wir erfuhren, dass Hänsel selbst den Angriff führt, rutschte uns die Moral in den Keller. Sultan, sag ihnen, wenn sie aufhören, an den Sieg zu glauben, können sie auch gleich mit weißen Fahnen wedeln. Hab ich ja, aber sie gucken wie begossene Pudel. Oh nee, ne? Verteidiger zusammen, Sultan. Die da hinten. Warum schweigt ihr? Ihr solltet euch freuen. König Hänselt persönlich will uns beehren. Wir werden alle sterben. Wir können sie nicht abwehren. Hänselt ist unbesiegbar. Wir werden nicht gegen Knechte, sondern gegen den König kämpfen. Und er wird unseren Sieg anerkennen müssen. Wovon träumt man als Soldat, wenn nicht davon? Oder habt ihr etwa Angst zu kämpfen? Wollt ihr die weiße Fahne hissen? Das ist ganz einfach. Und Hänselt wird schnell eine neue Ordnung einführen. Die Schenken sind nur für die Menschen. Die Zwerge ersticken im Bergwerk. Die Elfen verschwinden. Sie werden im Wald gejagt. Die Herren erschlagen die Bauern, die sich nicht tief genug verneigen. Ist das das Land, das ihr euren Kindern hinterlassen wollt? Nein! Niemals! Ihr zittert vor Angst, nur weil Hänselt kommt? Wer ist er denn? Ein Gott? Nein. Er hat Arme, Beine und Blut, genauso rot wie unseres. Und wenn er sich tatsächlich herwagt, werden wir gerne etwas von seinem Blut vergießen. Ja! Erledigt Hänsel! Lang lebe Saskia! Viele von uns werden kein Morgenrot mehr sehen. Frauen werden vergebens warten, Freunde ohne uns zechen. Aber wir werden sie in Ehren halten und uns um ihre Gräber kümmern. In Edirns Erde. Die, die überleben, werden mit stolzer Brust leben können. Nur so hat das Leben einen Sinn. Jetzt zu den Waffen auf die Mauern zeigen wir Hänselt den wahren Krieg. Das war meine Ansage. Ach, du grünen Neune. Sie kommen! Treten wir noch ein paar kämpferische Herrsche! Ich hoffe. Soll teuer zu stehen kommen. Warte mal, was kommt mir jetzt bei Spiel laden? Automatische Speicherung, die nehmen wir mit. Ich würde sagen, hier war es das erstmal mit der Folge. Wir haben. Oh, jetzt kommen sie nach und nach hier wieder her, aber. Wir haben viel geschafft. Nächste Folge müssen wir dann Wergen weiter verteidigen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Oh mein Gott, jetzt werde ich angegriffen. Was soll das denn? Ja, jetzt muss ich das doch noch machen? Ach du Scheiße, warte mal. Das wird gerade problematisch. Da unten ist der Troll. Das ist Philippa. Okay, wir machen das doch noch schnell, glaube ich. Es kann nicht sein, dass die nicht fliegen. Ich wollte eigentlich jetzt nicht noch weitermachen, aber... Ah, ich muss hin. Gut, den haben wir. Weil die Folge ist schon ganz schön vorangeschritten, aber jetzt müssen wir ja... Was mache ich denn? Es kann nicht wahr sein, dass der Zwerg da im Weg steht. Den haben wir auch. Wir machen ganz schnell einfach die erste Welle fertig. Kommen nach und nach immer mehr. Den haben wir auch.
Der fliegt gar nicht. Er fliegt auch nicht. Keiner von denen will fliegen. Warum muss ich eigentlich auch gegen drei kämpfen? Was ist denn jetzt los? Jovet. Es wird nochmal richtig spannend. Ah, die kommen jetzt erst dazu, oder was? Oder ist es ein Hinterhalt? Sauber. Terroristen, Mörder, Räuber oder aber edle Krieger, die um ihre Freiheit kämpfen gegen einen übermächtigen Feind. Kommt auf den Standpunkt an. Ich habe Jorvet vertraut und ihm geholfen. Ich schloss mich Saskia an und damit der Rebellion, neuer Werte und Ideale. Man wird sehen, ob es richtig war. Eines ist sicher. Elfen sind die besten Bogenschützen, die die Welt je gesehen hat. Jorvet, gerade zur rechten Zeit. Ich muss sagen, das Eichhorn hat ein gutes Gespür. Dann ist noch nichts verloren. Wir müssen Hänselt den Fluchtweg abschneiden. Wie meinst du das? Hänselt gefällt es hier wunderbar. Nicht mehr lange. Geh zu Jorvet und schließ das Haupttor. Japen sagt, es sei durch Detmolds Zauber beschädigt. Was weiß denn Japen über Tore? Halt mir den Hintern frei, ich gehe es schließen. Das Geschick dieser Schlacht hängt davon ab, Zwerg. Das Tor, das Sultan Shiva nicht schließen kann, muss noch erfunden werden. No. Okay, können wir jetzt? Aber jetzt machen wir mal Schluss. Wir haben nochmal extra gefightet. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Jetzt aber wirklich, ne? Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. War extrem spannend, die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.